Ja, hallo Leute, wieder ein neues Video von mir, Mega Game Freak 17. Vor wenigen Minuten ist jetzt hier das türkische Zuckerfest-Event gestartet. Dazu gehen wir jetzt hier mal in die. Wartet kurz, passe ich jetzt mal hier an, Entschuldigung. In die Stadt und hier sehen wir gleich mal. Es gibt, das ist hier nicht der einzige Eventplatz. Hier seht ihr, es ist wieder so aufgebaut wie beim Green 7-Event, war das auch so. Finde ich einmal sehr gut, also das gefällt mir mal sehr gut. Das, denn da kann man sagen, wenn man jetzt hier alle Items auch will, ja, man es aber nicht schafft von den Pflanzen her, von den Top-Items her, dann kann man das hier einfach auslassen, dies einfach auslassen, das finde ich einmal sehr gut. Abzugeben mit Bonbons kann man sich diese Sachen hier holen. Jetzt schauen wir mal, wie bekommt man Bonbons. Dazu gehen wir mal jetzt hier in die Farmhalle. Und da sehen wir schon die Quest Zuckerfest 2012. Wie beim Green 7 Event gab es die Green 7 Punkte. Hier gibt es die Bonbons, habe ich schon erwähnt. Und die, hier seht ihr, hier bekommt ihr sie. Abzugeben sind dafür einmal Baklava. Das ist das Drop-Item. Ich habe jetzt hier noch nicht geerntet. Ich werde jetzt einmal ernten und dann sehen wir uns wieder. Ja, bin wieder zurück. Jetzt habe ich einmal hier abgeerntet. Jetzt schauen wir mal, wie viel da rausgekommen sind. Ja, 127 Baklava, also das Drop-Item. Ja, gute Zahl. Schauen wir mal kurz auf Farmflüsterer, wie viel jetzt hier benötigt wird. Also, Drop-Item werden 870 werden benötigt, 870, um das komplette Event vollkommen zu schaffen. Türkische Melisse müssen 26.000 angepflanzt werden, zusätzliche Pflanzen braucht man noch, Kornblumen 400, Wassermelon 300, Fenchel 575, Tomaten 350 und Bambus 300. Bei den Baumfrüchten noch 80 Äpfel, 165 Walnüsse, 80 Pflaumen, nach 85 Birnen, 18 Orangen. Bei den Tieren 55 Schafe, 85 Kühe und Erzeugnisse noch 5 Honig und 6 Ziegemilch. Pro Ziegemilch habe ich jetzt, glaube ich, ja gar nicht mehr. Muss ich dann noch kaufen gehen. Ja, 2000 Bonbons ist das Maximale, um alles zu holen. Gehen wir hier wieder hin. Ja, wie werde ich jetzt hier vorgehen? Ich werde natürlich einmal in erster Linie versuchen, die Items jetzt hier mal zu holen. Und dann schauen wir mal, was sonst hier noch rausspringt. Gehen wir mal kurz zurück. Dann schauen wir hier weiter. Okay, da ist jetzt hier nichts mehr. Jetzt würde mich noch interessieren. Wartet mal kurz, bin gleich wieder da. Ja, okay, jetzt bin ich wieder da. Ja, hier können wir das jetzt mal hier schön sehen. Die Anpflanz ist wieder die türkische Melisse, hat eine Anpflanzzeit von 4 Stunden, hat Erfahrungspunkte auf ein Vierfeld 32. Anfangs hat man wieder 10, sollten keine Pflanzen mehr Bestand oder Bestand unter 5 fallen, bekommt ihr wie gewöhnlich ca. nach 4 Stunden wieder 5 aufgestockt. Nach dem Event wird die türkische Melisse voraussichtlich ab Level 67 mit einer Anpflanzzeit von 15 Stunden, 44 Minuten und 97 EP auf ein Viererfeld auf der Farm bleiben. Ja, dann gibt es natürlich auch wieder einen Eventkorb, wie gewöhnlich, der kostet 5 Euro. Natürlich wieder nur einmal pro Account, beinhaltet 250 türkische Melisse, 2 Kürbismarmeladen, 30 Baklava, 100 Bonbons, 75 Superdünger. Ihr könnt auch die Quest 3 wiederholen für 35 TG, ja, für 35 Tuk. Und hier könnt ihr dann noch sehen, was ihr hier bekommt in der Quest 3. Ich bin natürlich sehr scharf jetzt hier auf die Sternchen. Und das kann man da bekommen. Einmal ein, wie heißt es jetzt? Wieder mal ein neues, ein Herbstgesteck für den Beruf Florist. Ab Stufe 5, glaube ich, oder steht das hier wo? Kann man den dann haben? Oder 4, ich weiß jetzt nicht, das dauert eine halbe Ewigkeit. Dann die Items. Das Knallbonbon
ein 2 benötigt ein 1er Feld, Entschuldigung, und bringt 280 EP alle 11 Stunden. Hier geht's weiter, dann der Event Sticker, dann die Wolkenlinie. Alle 24 Stunden 40 EP mal das eigene Level, das wären bei mir, glaube ich, jetzt 3200, kann das stimmen? 40 mal, ja, ich glaube, 3200. Mal sehen, ob sich das jetzt hier lohnt. Dann, was, ja. Und hier noch der Winterkranz, ist wieder etwas. Anleitungsstufe 5, wieder für den Floristen. Dann, ja, könnt ihr natürlich hier alles nachlesen. Ich lese es jetzt nicht vor, das würde zu lange dauern. Dann das Item noch, die Kuchentafel. Finde ich sehr cool. Ein 2er Feld und bringt 240 EP. Und dann schließlich noch das süße Zuckerfest. Alle 6 Stunden 30 Minuten 275 EP bei einem 2er Feld. Ja, das könnt ihr natürlich alles hier noch nachlesen auf Farmflüsterer. Link wie immer in der Videobeschreibung. Ja. Gehen wir mal nochmal kurz auf meine Farm zurück. Warum bin ich auf die Sternchen scharf? Ganz klar, ihr seht, 102 habe ich jetzt. Fehlen mir nur noch 48 bis zum Spa-Manager. Also werde natürlich so weit kommen wie möglich, versuche ich. Wie weit das ist, das werden wir dann sehen. Und dann habe ich noch eine ganz kurze Meldung. Ich hatte heute schon ein Video gemacht über die möglichen Bäume, die ins Spiel kommen werden. Ganz blöd. 2 Stunden später oder was weiß ich, kam dann die offizielle Meldung, ja, sie kommen ins Spiel. Morgen ist der Setzlingste, werde natürlich auch einige Setzlinge kaufen und natürlich dazu auch ein Video machen. Das war es jetzt hier einfach einmal und dann würde mich jetzt mal interessieren, was ihr von Event haltet. Wie gefällt euch das Prinzip hier wieder? Wie, gut, schlecht, keine Ahnung, 26.000 türkische Miliz ist natürlich wieder, dass ich das schaffen, das will ich ja gar nicht schaffen. Nein, also mal schauen und das war's dann eigentlich. Und ich sag tschüss.